someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es soweit. Wir fangen an, Kartons zu packen. Die ersten stehen hier schon im Wohnzimmer. Hier haben wir auch noch ein paar. Jessie hat uns netterweise, als sie hier waren, für den Flohmarkt welche mitgebracht. Sind jetzt auch nicht so große, das sind eher kleine. Aber das ist absolut kein Drama, weil zum Beispiel die ganze Deko und so, die packen wir eher in kleine Kartons. Und die großen Kartons behalten wir dann für die Küche hauptsächlich, genau. Weil in der Küche haben wir ja wirklich das meiste Zeug. Und dann wäre es ja eigentlich auch sinnvoller, wenn man dafür dann die großen Kartons nimmt, ne? Guten Tag. Ach, hallo. Ach, hallo. Und deswegen, wie gesagt, fangen wir heute mal hier an. Wir haben halt hier wirklich einiges an Zeug. Ich mache mal das Telefon leiser. Wir haben nämlich hier wirklich einiges an Zeug. Also wie gesagt, hier die ganzen Bilderleisten und hier und ja, sehr, sehr viel, ne? Genau, und deswegen wollten wir jetzt die Deko schon mal machen, weil die brauchen wir halt nicht mehr. Offiziell. Das wird halt super kacke aussehen danach, aber gut. Müssen wir eigentlich auch die Bilderleisten schon abhängen. Und dann haben wir das wenigstens auch schon erledigt. Wie gesagt, es wird danach super kacke hier aussehen. Aber wie viel haben wir heute? Den 4. 14 Tagen haben wir Schlüsselübergabe. In 2 Wochen. Naja, aber immerhin noch 2 Wochen, keine 3 Monate mehr. Ja, also wie gesagt, das meiste wird jetzt weggeräumt. Wir versuchen es zumindest, dass wir es halt wirklich nicht mehr brauchen. Der Rest folgt dann in 2 Wochen ungefähr. Also den Rest werden wir wirklich erst einpacken, wenn es dann um die Wurst geht. Weil ich sehe halt nicht ein, so mit einem Teller und einem Messer und einer Gabel in der Küche noch zu sitzen. Deswegen, ja, werden wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Na? Ja, also wir wollten jetzt mal die kleinen Kartons hier noch zusammenkleben. Wie gesagt, die großen stehen jetzt hier schon aufgebaut. Und dann fangen wir mal an. Freust du dich? Ja. Ja, total. Und da starten wir dann auch schon im Wohnzimmer. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, ich nerv euch heute so ein kleines bisschen mit Folgequatsche. Das liegt einfach daran, weil ich eigentlich zwischendurch noch ein paar Aufnahmen gemacht habe. Aber irgendwie sind die ja, verschwunden. Und deswegen habe ich euch so im Video nicht ein bisschen vollgequatscht. Deswegen muss das jetzt einfach ein kleines bisschen sein. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde es unfassbar komisch, wenn die ganze Wohnung so mega leer ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie beginnt dann auch die Vorfreude, würde ich mal sagen, ne? Wir haben jetzt erstmal die ganze Deko abgemacht, haben auch schon mal so kleine Regale abgehangen und ich habe wirklich versucht, die Kartons nicht zu voll zu machen, weil ich echt Angst hatte, dass die kaputt gehen beim Tragen, dass die einfach aufreißen und dann war das. Ja, also die ganze Kiste ist jetzt wirklich einfach nur komplett mit Deko voll. Dann haben wir uns direkt an die anderen Bilderleisten noch begeben. Wie ihr seht, wir haben einfach wirklich zu viel Deko gefühlt. Aber eigentlich gibt es gar nicht so viel Deko, oder? Sagen wir mal ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall haben wir die dann auch noch abgehangen und abgeräumt. Das war das böse Wort. Und danach hat Tim dann auch schon die ganzen Bilderleisten abgehangen. Sieht ja zwar nicht mehr so toll aus, aber immerhin haben wir auf jeden Fall schon mal einen großen Teil geschafft. So, zwischendurch ist Emily dann auch noch wach geworden und ich muss ganz ehrlich sagen, Kartons packen ist eh schon so eine Sache für sich, ne? Und dann noch mit Baby, Halleluja. Also das wird beim nächsten Umzug hoffentlich nicht ganz so anstrengend. Emily hat wirklich gefühlt die ganze Zeit alles abgerissen und man konnte sich nicht wirklich darauf konzentrieren, die Kartons einzuräumen. Die meiste Zeit war es so, dass Tim sich dann um Emily gekümmert hat und ich die Sachen eingepackt habe oder eben andersrum, so wie jetzt zum Beispiel, als er die Bilderleisten gemacht hat, habe ich mit ihr gespielt. Also, ja, das ist so ein Akt für sich, ne? Kommen wir zum Büro. Ich habe erstmal hier meine kleine Pampers
Palmepflanze da gestutzt. Die war ein bisschen angefressen, sah jetzt nicht mehr so toll aus. Deswegen habe ich da mal nur einen Haarschnitt verpasst. Und dann habe ich auch schon angefangen, hier unseren Schrank und die gesamten Bilderleisten abzuräumen. Musste zwischendurch nur aufpassen, dass Emily unseren Saugroboter oder Wischsauger nicht startet oder die ganzen Bilder, die da auf dem Boden stehen, abreißt. Aber es hat zum Glück funktioniert. Ja, und dann habe ich auch direkt angefangen, die Bilderleiste überm PC abzuräumen. Ich habe wirklich versucht, so viel es geht, schon wegzuräumen. Einfach, dass wir echt so wenig wie möglich noch im Büro haben. Also das Einzige, was wir jetzt da noch stehen haben, sind einfach Sachen, die wir wirklich noch für einen Umzug brauchen oder einfach die Sachen, die wir vor dem Umzug jetzt noch irgendwie brauchen. Weil sonst habe ich echt versucht, so das meiste einfach wegzuräumen, damit der Großteil wirklich schon mal geschafft ist. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir dann doch wieder weiter Kartons packen. Bin immer so semi-motiviert irgendwie. When we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn. Ja, kommen wir hier zu meiner Deko-Schublade. Also ich würde sagen, die ist ein bisschen voll. Aber ich habe auf jeden Fall versucht, das alles so gut wie es geht in die Kartons zu packen. Das meiste sind aber wirklich einfach nur Bilderrahmen und so. Und deswegen hoffe ich, dass da jetzt auch nicht so viel kaputt geht. Beziehungsweise hoffentlich gar nichts kaputt geht. Ich habe dann auch mal zwischendurch so ein kleines bisschen aussortiert noch, was wir halt einfach wirklich nicht mehr brauchen. Nachdem ich damit fertig war, bin ich auch schon in den Flur gewandert. Sometimes we got a bit out of control. Also wie ihr seht, ging das wirklich zack, 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 was man so auf dem Video sieht. Ja, natürlich auch erstmal ne, die ganze Deko abgeräumt, alles abgestaubt, weil da haben wir keinen Staub mehr gewischt, seit wir das aufgehangen haben. Ja, dann haben wir natürlich auch noch die ganzen Bilder abgehangen und unsere ganzen Polaroid-Fotos mussten dann leider auch dran glauben. Ja, ich fand die Wand immer so schön, es waren immer so schöne Erinnerungen, die man da wirklich die ganze Zeit hängen hatte, die man immer gesehen hat, wenn man da vorbeigelaufen ist. Und sowas Ähnliches möchte ich auf jeden Fall in der neuen Wohnung machen. Ich bin mir noch nicht sicher, was, aber ich fand das immer sehr, sehr schön mit den ganzen Bildern. Ja, dann hat Tim hier noch schnell die Bilderleisten sauber gemacht und dann waren wir damit auch fertig. Letzter Raum und dann haben wir es auch schon geschafft. Genau das gleiche Spiel wie in allen anderen Räumen auch. Wir haben erstmal die Bilderleiste abdekoriert. Und was ein Wort. Abdekoriert, abgestaubt und dann kam schon der Sauger zum Einsatz und wir haben die Bilderleiste abgehangen. Seit die ganze Zeit wir, ne? Tim hat die Bilderleiste abgehangen. Nicht schön, aber selten. Und übrigens muss ich hier gerade auch nochmal dazu sagen, die Bilder haben wir ungefähr im Juli oder August letzten Jahres aufgehangen, beziehungsweise hingestellt und seit dann wurden die nicht mehr abgestaubt. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was sich so in 11, 12 Monaten angesammelt hat, ne? Genau. Ja, ich habe dann erstmal noch diese kleinen Regale, die wir am Wickeltisch haben, abgehangen. Einfach damit die auch schon mal weg sind. Das Bild weggemacht, die Garderobe von Emily weg, weil das sind wirklich einfach Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Die einfach nur schön aussehen, aber jetzt auch wirklich keinen Nutzen mehr haben. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir dann den Namen noch abgemacht. Ich finde, da fehlt jetzt irgendwie so diese persönliche Note am Wickeltisch. Ja, aber muss natürlich auch sein, ne? Aber in der neuen Wohnung kommt es direkt wieder an die Wand. Übrigens, können wir mal darüber reden, wie nervig diese Patafix-Dinger sind. Wir haben überall gefühlt die halbe Tapete abgerissen, obwohl die extra dafür sind, dass man die Tapete nicht abreißt. Hat auf jeden Fall super gut geklappt. Ja, dann habe ich direkt angefangen, die kleinen Regale hier im Schlafzimmer noch abzuräumen. Das war für mich jetzt nicht so easy, aber ja. Muss leider auch eingepackt werden, aber in der neuen Wohnung bekommt unser kleiner Dino natürlich auch wieder einen wunderschönen Erkenplatz. Dann habe ich mich direkt noch an die Bilderleiste über dem Bett begeben. Die war übrigens auch wunderschön, gar nicht bestaubt. Also, ja, ich weiß nicht, so viel Staub, wie ich an dem Tag gesehen habe, habe ich wahrscheinlich im letzten Jahr, ganzen Jahr nicht gesehen. Als ich damit fertig war, waren wir eigentlich im Gesamten komplett fertig. Tim hat später nur noch die Bilderleiste abgehangen und das war's. I've been dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Monster. Oh mein Gott, so wie ich aussehe, geht's mir gerade auch, ganz ehrlich. Als wäre es ja nicht schon stressig genug, hier die ganzen Kartons zu packen und so. Was ist das hier? Naja.
Emily fordert einen auch ganz schön. Natürlich, ne, sie bekommt jetzt halt weniger Aufmerksamkeit. Das gefällt ihr nicht, ne? Ja, ich weiß nicht, wie viel sie heute schon in den Mund genommen hat. Gefühlt 5000 Mal irgendwie Papier und... Winkst du? Winkst du? Und keine Ahnung was. Oh, Jesus Maria. Ja, also, ich würde euch jetzt gerne mal hier so den Fortschritt zeigen, denn wir sind auf jeden Fall für heute fertig und ich bin echt stolz auf uns. Hier ist das Schlafzimmer. Boah, das sieht irgendwie jetzt alles so klein aus, ne? Ich komme mir auch richtig irgendwie angeengt vor, weil, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, wirkt der Raum einfach jetzt total klein. Ja, hier ist jetzt die Bilderleiste und alles weg. Da hinten sind auch die zwei Regale weg. Hier ist jetzt auch wirklich alles komplett leer. Also das Bild ist weg, Emilys Jackenaufhänger, die ganzen Bilderleisten, der Name. Ja, keine Ahnung. Das Schlimme ist eigentlich an der ganzen Sache, wir haben diese Putterfix-Dinger geholt, um den Namen zu befestigen. Ja, wie man sieht, kam da ein bisschen Tapete mit, ne? Wenn wir auf jeden Fall vom Auszug dann noch schön machen müssen. Kann ich mich aufregen. Die Dinger sind extra dafür da, damit das nicht passiert. Naja. So, machen wir weiter. Hier im Flur ist auch alles leer. Genauso wie hier das Regal. Hier die Deko ist weg. Hier die Bilder sind weg. Ja, und hier halt, ne, alle anderen Bilder, die hier hängen. Da übrigens das gleiche Spiel mit der Tapete. Wir werden das auf jeden Fall noch fixen müssen. Leer, 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 würde ich mal sagen. Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Sieht man ja schon, ne? Wie gesagt, hier ist alles leer. Und hier ist halt auch komplett alles leer. Mittlerweile fängt es auch an zu hallen. Nicht so geil. Und hier ist ja auch alles leer. Die Bilderleiste bleibt noch stehen wegen der Uhr. Und sonst noch das Büro. Hier waren ja vorher auch alles Bilderleisten. Die sind jetzt auch alle weg. Hier die ganze Deko ist jetzt auch weg. Hier liegen einfach nur noch Sachen, die wir jetzt in nächster Zeit noch brauchen oder die aufgehangen werden. Nein, eingepackt werden müssen. Hier gleiches Spiel. Hier auch alles komplett leer. Das hier ist jetzt alles, was wir schon zusammengepackt haben. Die ganzen Kisten, die ganzen Bilderleisten, Bilder, Schrauben und alles Mögliche. Ich habe gerade auch noch eine Maschine, Wäsche aufgehangen von Emily. Musste nämlich auch dringend mal wieder gewaschen werden. Ja, und sonst war es das mit dem offiziell, wirklich ja offizieller, erster Umzugsvlog. Alles andere kommt dann jetzt die nächsten Wochen dazu. Heißt weiter Kartons packen, weiter packen, weiter packen, weiter packen. Weil es fehlt halt wirklich noch echt viel, aber der Großteil ist halt wirklich schon mal erledigt. Ne? Beim Rest nehme ich euch natürlich genau wie beim letzten Umzug auch mit. Bin auf jeden Fall echt mal gespannt, aber wie gesagt, sehr stolz auf uns, dass wir das so gut gerockt haben heute. Ja, lasst mir wie immer sehr gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und euer Feedback unten in den Kommentaren. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns die Tage wieder bei einem neuen Video und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag.